Zu gleich zwei Lkw-Unfällen ist es in der Nacht zu Dienstag auf der A7 nahe des Hattenbacher Dreiecks gekommen. Zunächst war gegen 1 Uhr ein Lastwagen in Richtung Fulda zwischen dem Kirchheimer und Hattenbacher Dreieck in Flammen aufgegangen. Fahrer und Beifahrer konnten sich noch aus dem brennenden Laster ins Freie retten. Wie es zu dem Lkw-Brand kam, ist noch unklar. Rund eine Stunde später geriet dann auf der Gegenfahrbahn der A7, ebenfalls zwischen dem Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck, ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab. Grund war offenbar ein medizinischer Notfall. Der Laster stieß gegen die Mittelleitplanke, dabei riss das Fahrerhaus ab und kippte um. Der 61-jährige Fahrer konnte aus dem Lkw befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. An der Unfallstelle lief Treibstoff aus. Wegen der Lkw-Bergung kann es auf der A7 in Richtung Kassel noch bis zum Vormittag zu Behinderungen kommen, so die Polizei.